Als nächstes gehen wir mal ins Red Apple Grocery. Unterhalten uns da mal mit demjenigen, der dort ist. Dimitri Vladyanov. Hi and welcome to Red Apple. Hi, my uncle told me to come here, by here to source some ingredients. And your uncle is? Michel Leboeuf. Michel Leboeuf. Ah, Michel. He retired a while back, so you're running the restaurant now. It's nice to know that the cooking competition is drawing fresh blood into the arena, or the arena. It's good for us spectators. So about the ingredients? Ach, yes? This looks like a common grocery store. Uncle told me you carried fresh ingredients. That was a few years ago, when your uncle still ran the restaurant and bought here. He was basically the cash cow. With the restaurant gone, the former owner left to pursue his fortune elsewhere. He sold his store to me. Since your uncle left, the clientele has changed to canned goods. I mainly sell to families around the area, so I changed it to a grocery. Lots of canned goods, good ones, so. Don't you have any good ingredients, like the ones you sold my uncle before? You know I do, but it's a personal stash I keep to make some of my own recipes from back home in Groshny. My babushka sends it to me. What kind of ingredients? Ja, der Babushka ist eine Frau. Baltic sea fish, Northeast Atlantic salmon, and spider crab. But again, these are for personal use. However, if you really want to get your hands on these ingredients, I can sell them to you. But at a price. What kind of money are we talking about? I'd say about 15 per salmon and 25 per pound of crab. Yeah. Alright, I'm interested. Can I buy some? Nope, not yet. I'm still waiting for my next shipment. I'll let you know when the shipment arrives. I'll save some salmon and crab for you. Dimitri takes a note to reserve some North Atlantic delicias. Deliciousies? Deliciousies, yeah, natürlich. For you the next time he receives a shipment. I can tell you to send some now, but it will take a few months before the goods clear customs. Until then, why don't you try some of my other goods? What wares does this purveyor of fine canned goods carry? Well, let me show you. Und da wir einfach ein geldgeiles Stück Scheiße sind, kaufen wir alles. Okay, that's all. I'll be back later for other goods. Yeah. It was nice doing business with you too, Kapitalist. Kapitalist. Ah, so haben wir also mit dem guten Dimitri auch noch geredet. Ich bin quite optimistic, dass wir das jetzt sehr gut hinbekommen. So, der Pierre, was kann er denn? Er kann die French Kitchen, das ist sehr gut. Und der, ja gut, Mario. Ja gut, der Thierry Perego, der ist auch im Italienischen nicht verkehrt. Dann gehen wir nochmal ganz kurz raus. Denn der weitere Vorteil von neuen Köchen sind neue Rezepte. Ja, wunderbar. Hier ist schon mal kein neues Rezept. Oder? Ich gehe einfach mal durch. So, ist ja meistens mit so einem Sternje. Ja, mit einem Sternje. Hier haben wir eins. Green Pea Ravioli with Lemon Brot. Brot. Ist ein italienisches Rezept. Italian Celery Salad. Auch okay, aber blödes Rating. Muss mal dezent ausdrücken. Prawns with fried snow peas. Sehr schön. Auch ein italienisches Rezept. Ja, das war's. Soupen. Haben wir die Pea Soup with Crème Fraîche. Französisch. Ist okay. Wach, gut, das war's schon. Ach ja, halt, stopp. Pause, please. Ich werde jetzt meine Rezepte durchgehen. Baked Cream Cheesy Pasta. Italiano, 49, okay. Beef Daube, da können wir es auch gleich nochmal... ist jetzt schon eine 65. 66. Ich sollte das kurz auch anklicken. 67. Ja, Beef Daube, sehr gut, französisch. Chicken Vesuvio ist 52, Italiano mit Parsleys. Bleibt bei 52. Schiff Omelette with Bacon, 53. Braucht einen Grill, den haben wir aber. Bacon.
56 jetzt. Okay. Das kennen wir. Dog with Honey. 50, gerade so. 2,5 Sterne. Ändert sich auch nichts. Sehr teuer. In beiden Sachen. The Fresh Roast Pork with Prunts. Sehr schönes Rezept. Aber ich hoffe, dass wir es hiermit noch auf, ja, auf 2 Sterne man steigern können. Das wird definitiv nicht im Laden sein. Gourmet Pizza. Auch, ja, kann man was daraus machen. 2,5 Sterne jetzt. Okay, Herstellungskosten 1,20 und Verkaufspreis Default 16,40. Das ist natürlich eine Gewinnspanne, die mir gefällt. Provincial Ribsteak with Spring Vegetables. Ja. Dauert ein bisschen. Oh, verkauft sich aber für einen teuren Preis. Okay. Gucken wir. Roasted Vegetable Pizza. Ein bisschen teurer in der Herstellung. Ja, ist aber okay. Aber das Rating, naja, gewöhnungsbedürftig. Oh Gott. Steep Muscles, mein bestes Gericht. Und das war's. Desserts. Irgendwas Neues. Fruit Gratin with Almonds. Sehr gutes Rezept. Bleibt bei 62. 63. Ah, okay. Gewinnspanne sehr bescheiden, aber sehr geringe Cooking-Zeit. Sehr gut. Ah, Guilt-Free Cappuccino Sundies. 71. Wow. Und eine gute Gewinnspanne, sehr schnell zu kochen. Wahnsinn. Das wird definitiv auf den Speisekarten erscheinen. Meringue with Forest Fruits. Auch gutes Rezept. Ja, Gewinnspanne ist okay. Cooking Time. Ja, da. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben jetzt 2 Köche, da geht's ja noch. Und das war's. Gut. Dann machen wir erstmal den Menschen hier. Hallo. Barry is prepared in a special way. Achso, er will mir einfach nur zeigen, wie man es kocht. Nö. Interessiert mich nicht. So, nil not verkauft. Hier. Bin ich aber überlegen, ob ich vielleicht mal ein paar Rezepte rausschmeiße. Also, das hier kommt auf jeden Fall mit drauf. Prawns. Dann gucken wir mal durch. Nein? Ja, okay, das könnte man machen. Okay, die Green Pea Ravioli kommt auch noch mit drauf. Das Italian Celery Salad Ding nicht. So, hier kann man nichts dazu machen. Ja, hier kommen beide mit drauf. Sind ja auch beide sehr gut. Und Main Courses. Ja, Steve Muscles. Ja, die fliegen auf jeden Fall raus. Gourmet-Pizza kommt mit drauf. Ich hätte gern so 9 Rezepte immer. Ja, die beiden sind ja auch noch mit drauf. Das Omelette und das Chicken. So, und dann habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Die Steamed Muscles fliegen raus. Und Roasted Pizza. Das machen wir noch dazu. So, wie gesagt, die Steamed Muscles fliegen raus. Wenn ich sie finde, da. Entfernen. Jawohl. Dann werde ich nur noch die Preise angleichen. So, das müsste es für die Desert sein. Da, 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 da. So, hoch. Und hoch. Das ist nur eine weitere Nachricht. Das passt, das passt. Da haben wir noch welche. Und so, gut, das war's. Dann gehen wir nochmal kurz nach Tresatable und machen exakt das gleiche. Ja, okay, Frühstück passt. Hier gibt's nichts Neues. Soupes, die French. Oder die Pea Soup with Creme Fraiche. Machen wir neu dazu. Desserts. 1. 2, 3, 4. Ja, das muss definitiv noch auf. 5. Überlege, ob ich das. 1. Hier die Chocolate Tart. Ach nee, die Apple. French Apple Tart. Die würde ich eigentlich gerne rausschmeißen. Ja, die fliegt vom.
Speisekarte, weil die einfach viel zu lange dauert. So, und auch hier hätte ich gerne 9er. Kann aber auch fast sein, dass ich hier alle drauf mache, weil wir nicht so viel haben hier. Darkness Honey kommt auf jeden Fall dazu. Auch alles, was über 2,5 Sterne ist, machen wir schon mal prinzipiell drauf. So, jetzt sind... Ne, da war noch eins. French irgendwas. Okay, müssen wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh Gott. Dann fliegt raus. Die Muscles. Mal kurz anhalten. Die Muscles fliegt raus. Und theoretisch noch 2. Muss auf die Sterne gucken. Okay, Roasted Blue Soup fliegt raus. Und... Oh Gott, jetzt haben wir das Problem, dass alles über 2,5 Sterne ist. Bei den Main Curses. Not A, not A, not A. Ja, tatsächlich. Was verkauft sich denn nicht? Ja gut, Duckwood Honey ist gerade erst neu. Roasted Luck of Rosemary. Gut, wir gucken einfach, welches... Hier, Stuffed Peppers. Fliegt raus. Ja. So, damit haben wir dann jetzt auch exakt 9 Hauptgerichte hier. Das, was ja genau mein Ziel ist. Weil dann ist die Variety zwar nicht so groß, aber unsere Köche müssen sich nicht an so viele Gerichte gewöhnen. So. Was will man denn von uns? Hallo. Your chicken Vesuvio will never be authentic. Do you... Ah, okay. Ja, ein neues Gewürz hinzufügen. Thymian und Salz. Für die Chicken Vesuvio. Ah, Thymian können wir sogar noch besser machen. Achso, geht auch nicht. Dankeschön. Das erfreut mich. So, 56. 58. Sehr gut. Und auch der Preis ist noch durchaus okay. Hier sieht man auch, 2 Cent und 4 Cent kosten die beiden Gewürze neu dazu. Also 6 Cent im Preis. Absolut verträglich und machbar. Eine Sache, die wir ja noch gesagt bekommen haben. Wir können im Stade de la Grande Cuisine einen neuen Wettbewerb frönen. Und dazu müssen wir einen Chef... 2 Runden gibt es diesmal und Cuisine ist French, also französische Küche. Und ja, irgendeine französische Suppe und die zweite ist die Pea Soup with Crème Fraîche. Okay. Die Pea Soup with Crème Fraîche. Ja, da müssen wir definitiv mal im französischen Restaurant erstmal gucken. Denn unsere beiden Italiener werden, denke ich nicht, so gut sein damit. Pierre kann die ganz gut. Und Armand kann sie gar nicht. Sehr schön. Dafür kann Armand halt die Red Bell Pepper Soup. Perfekt. Ich weiß nicht, was besser ist. Eins perfekt können und gar nicht. Oder der andere, der etwas halb kann und den Rest so bescheiden. Wir testen es einfach, ne? 3000 Dollar soll okay sein. Hallo! Ja. Wir nehmen Armand Leboeuf. Joinen. Now. Jawohl. Enter Contest. Hallo, hallo, hallo. Und wir beginnen mit Any French Soup. Das wird dann die Green Bell Pepper Soup sein. Also Red Bell Pepper Soup. Die werden wir zu... mit einer Wertung von mindestens 72 kochen. Wir können sogar noch Ingredients dazu tun. Machen wir Olivenöl. Jetzt sogar bei 73. Sehr schön. Go! Okay. A, B, C, D, E, F. 74. A, B, C, D, E, F. 75. Sehr gut. Still 75. Ah, dieses Spiel hasse ich wirklich. 76 gerade noch so. It's too late now to improve your child's culinary skills. Ja. Ja. Okay. Ich führe mit 24 Punkten. Das Problem.
Ja, okay, 52. Er kann die sogar. Oh ja, gut, dann beschwere ich mich gar nicht. Hä? Hab ich das jetzt nicht ausgewählt? Doch, aber es hat einfach keinen Einfluss. Gut, 52. Ich glaube, wir werden diesen Kochwettbewerb gewonnen haben. Hallo? Schon. Sehr gut, 55. A, B, C, D, E, F. 56. A, B, C, D, E, F. 57. 57. Könnte man vielleicht sogar die Runde noch gewinnen. Also auch die zweite. Nachdem wir die erste ja, naja, knapp gewonnen haben, möchte ich mal behaupten. Gut, die Konkurrenz war jetzt nicht so hervorragend. Armand Leboeuf gewinnt knapp mit 31 Punkten Vorsprung. Und er springt in die Luft, freut sich, reißt den rechten Arm hoch, wie ein richtiger Franzose. You came in first place. The sweet smell of success is yours, and to the victor goes the spoils. You've won a plaque. Veal and Bacon Roulade. Oh, und $25.000. Plus Starship Ranking 50. Your Starship Ranking has been increased. Auf Platz 50. Da können wir auch mal gucken. Hier sehen wir nämlich die Liste der Starcheffe. Starchefs. Ja, und hier jetzt die quasi prämierten Gerichte. Ja, stimmt, jetzt haben wir drei. Dahinter sehen wir noch die Popularität. Also unsere Suppen sollten jetzt sich auch ein bisschen besser wieder verkaufen. Ja, ist hier irgendeiner von mir dabei? Nö. Nö, wir sind auf Platz 50. Platz 30 wird erst angezeigt. Na gut. Dann ist es so. Was soll's. Ein neues Rezept haben wir bekommen. Das müsste ja theoretisch hier drin sein. Wie hieß es? Ich hab's schon mal vergessen, wie es heißt. Nee, das ist auf jeden Fall nicht hier drin. So. Hier, nee, Chicken Vesuvio kenne ich. Ich gehe einfach durch. Dann werden wir es ja sehen. Ach so, ja, die Frage ist überhaupt, ob es ein Hauptgericht ist. Ich tippe eher, dass es hier sowas ist. Hier, da ist es doch. Tatsächlich, eine Vorspeise ist es. Kann man gleich nochmal verbessern. Mit Bacon. Ist aber auch ein, naja, also das als Reward zu bekommen in einem Kochkon, ja, so einem Kochwettbewerb und dann so ein Rotz-Rezept zu bekommen dafür, Wahnsinn. Das hat sich ja, also fürs Rezept hat sich's nicht gelohnt. Vielen Dank an die Kochprofis, die hier diese Rezepte auswählen. Naja. So, was möchtest du? Your Gratiné Chicken and Cream Soup needs tweaking. Für 13.000 gibt er mir 11 Punkte plus. Nö, suit yourself. Oh. Gleich noch ein zweiter. Eine zweite. Wow, Mother used to make the best Crepe Marquis 2. Das glaube ich nicht, dass die Mutter Crepe Marquis auch 2 genannt hat. Ja, für 7.776 würde sie gerne das Rezept erfahren. Ich sage nein und gehe direkt zum nächsten. Alter Schwede. Good day, Chef. I am looking to expand my modest operations here and I'm offering you some discount ingredients. Would you care to see what I have to offer? Aber sure. Nehmen wir natürlich alles. White Wine wird schon nicht so teuer wie gedacht. Eine Fliege wird geflogen. Auch die ist von den Ingredients her sehr lecker. Gebe ich 2,5 von 5 Sternen. So. Guck mal kurz in die Goals. Jetzt ist er weg. Meet with Uncle haben wir. French Regional Cooking Contest First Place 1 haben wir auch. Und ach genau, die 50.000. So, wir haben jetzt das Mittags- und... Das Mittagsgeschäft ist rum. Wir sind jetzt gerade beim Kaffee und haben jetzt schon monatlichen Profit von 50.000 erreicht. Das Abendgeschäft kommt erst noch. Wow! Ja, da merkt man eben, wenn man zwei Köche hat, dass es doch mega schnell vorangeht. So, Operating Profit Margin. Okay.
Operating Profit Margin. Ich überlege gerade, was das bedeuten soll. Operating Profit Margin. Miscellaneous Profit. Operating Profit Margin. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oh, Fruit Gratin vis Almonds, 3000. Ja, dann sag mir, was noch hin muss. Vanilla, also Vanilleschoten, Rum und Mehl. Alter Schwede. Ja. Kostet mich zwar ein bisschen was, aber eine gute Rezepti. Gute Rezepti. So, mache ich hier noch diese Wheel End Almonds Roulade. Komm hier. Kommt's einfach mal mit drauf. Meine Kacke bist. Was hat sie mir jetzt für ein Rezept gezeigt? Das war ja auch eine Vorspeise. Nee. Gott, ich hab vergessen, was sie mir gezeigt hat. Pause. Ja gut, es waren 3,5 Sterne. Davon habe ich ja nicht so viel. Ach hier, genau. Fruit Gratin. Stimmt. Ja, das nenne ich mal jetzt eine gute Rezept. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt remove, ob ich das danach wieder hinzufügen kann. Rum. Okay, Rum ist wichtig. Vanilleschoten auch wichtig. Gut, gut. Ein Teelöffel. Ich glaube, es heißt Teelöffel. Mehl. Also ich mache jetzt einfach einen Esslöffel. Ja. Bei 0,5 Esslöffel. Mango. Wie sieht das aus? Einen halben Esslöffel Mango. Milliliter Gramm. Tee. Spoon. Eating Einheit. 2,25. Das sind halt eine halbe Kiwi, eine halbe Mango. Eggjolk. Okay, Ei. Jolk. Sahnesteif. Puh, da muss ich auch lügen. Also mit den Einheiten, wer weiß, kennt diese englischen Einheiten nicht. Vielleicht finden wir sie nochmal raus. Good day, I can't help but notice the quality of exquisite. Ja, mixed casserole of pork. Das kriegst du absolut nicht. Das Rezept. Mein prämiertes Rezept. Und wir scheffeln weiter sowas von Kneter. Jetzt schon bei 70.000 plus. Und das Abendgeschäft geht jetzt erst los. I like it very much. I like it very much. So, wir gucken nochmal kurz. Ja gut, hier wollte ich nicht mehr hingucken. I don't like my poached salmon with truffle and shrimp. Okay. Take some time, aber ihr seht nur noch 7er. Und sogar weniger. Und jetzt beschwert man sich eigentlich nur noch, dass es kacke schmeckt. Ja. Ja. Ja, definitiv. Also es gibt nur noch Beschwerden über das Essen. Nicht mehr über Kellner. Und auch nicht mehr über. Naja, doch, so manche beschweren sich noch über die Langsamkeit. Okay, hier beschweren sich. Oh, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Auch alles nur was essen. Alles verkraftbar. Die Error Indicator ist red. Nein, never good. Hi there, the last time I had your cream of red bulb pepper soup, it wasn't prepared right. Ja, das mache ich sogar. Weil ich glaube, das wird auch hier nicht schlecht verkauft. Oh Gott, ist der Chefkoch. Oskar Sigmund! Say, the food's here simply magnificent. I must become part of such a formidable restaurant. Would you care to hire a chef that is willing to eager to help your restaurant prosper? So,
So, are you interested in hiring me for... Oh Gott, das ist ja spottbillig, der Typ. Well, why not? We can use an extra pair of helping hands in the kitchen. Geh. I'd like to... But unfortunately, I have run out of space in my kitchen. Ja, das stimmt eigentlich wirklich. Ach. Aha. Oh, jetzt muss ich ganz scharf nachdenken. Nein, ich heier ihn nicht. Nee. Danke fürs Angebot. Ich weiß, was in der nächsten... im nächsten Szenario kommt. Aber ich weiß, dass da auch noch ein bisschen was passieren wird. Lasst euch überraschen.